Ja, das haut nicht hin. Und das war auch nicht gerade das Geschickteste. Und jetzt ist die Diebin fast tot. Ich kann das ja mal... So, jetzt habe ich sie immer extra sterben lassen. So, jetzt kann ich hier natürlich immer noch wechseln, weil ich habe ja noch zwei andere Charaktere. Zum Beispiel den Zauberer. So, vielleicht mal eine Kiste zeichnen. Ja, ich komme jetzt hier eigentlich, glaube ich, nicht so ideal weiter. Wobei, die Diebin habe ich wieder. Und da fällt mir was ein. Ich kann nämlich auch mit der Diebin schwingen. Und ja. Jetzt habe ich es auch schon. So. Jetzt hatten wir hier einen Untoten mit Schild. Ich kann auch Truhen öffnen, da sind dann auch Sachen drin. Und so kann ich mich durchkämpfen mit dem Krieger. So, und jetzt kann ich die Truhe öffnen. So, und jetzt habe ich hier eine Fähigkeit bekommen. Und ja, diese Fähigkeit hieß Planke und jetzt kann ich nochmal neue Sachen zaubern. Ah, aha. Eine Planke, das ist die neue Fähigkeit. Da muss ich wieder schnell. Und jetzt ist der Krieger gleichzeitig draufgegangen. So, das war's eigentlich vom Gameplay her auch schon. Und ja, dann kommen wir als allmählich zum, und das ist jetzt nicht gut, Fazit, hier kann ich auch nochmal zurück zum letzten Checkpoint. Das Spiel ist wirklich gut, muss ich sagen. Es macht Spaß, auch für zwischendurch mal zum Spielen. Macht wirklich richtig Spaß. Und ja, doch, muss ich sagen. Hier, ich kann auch hier solche Lampen, das bringt zwar teilweise nicht viel. So, jetzt ist die Kugel aus dem Weg geschafft. So geht's auch. Es gibt immer mehrere Wege. Na, das war jetzt auch nicht ideal. Und hier kann ich auch blocken. Klappt also alles wunderbar. So. Kommen wir also langsam dann zum schlussendlichen Fazit. Das Spiel macht wirklich Spaß, wie schon gesagt, für zwischendurch und auf jeden Fall für Jump'n'Run-Fans. Hat halt auch eine, ich finde, es ist also das beste, von der Grafik her, beste
Jump-and-Run-Spiel, was ich je gesehen habe. Und man muss dazu allerdings sagen, ich spiele nicht viele Jump-and-Run-Spiele. Allerdings ist es wirklich doch durchaus das Beste. Und ja, macht nach Haufen Spaß. Ich werde es auch noch weiterspielen. Und ja. Das Spiel kostet. Das Spiel kostet 20 Euro bei Steam. Wenn man das jetzt irgendwie bei Amazon kauft, weiß ich leider nicht ganz. Wie teuer das dann ist. Und so, und jetzt ist die Bühne wieder da, sodass ich ja, dann werde ich. So, jetzt bin ich fertig gewesen. So. Also, ja, kommen wir also von der. Ich habe mir ja auch jetzt überlegt, dann auch die Bewertung natürlich. Und ich bin auf den Entschluss gekommen, diesem Spiel eine 8 oder 8 von 10 Punkten zu geben. Und ja, also ich kann es eigentlich nur empfehlen. Für besonders Jump'n'Run-Fans. 20 Euro finde ich ein bisschen viel. Okay, man kriegt dafür auch ein schönes Spiel und eigentlich auch eine relativ sehr coole Grafik. Und ja, eigentlich ist es wirklich den Preis wert und kauft's euch. Ich finde den Preis ein bisschen teuer, allerdings war das auch nur der Preis bei das war auch nur der Preis bei Steam. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man es für weniger Geld bei Amazon oder so. Ich weiß es gerade halt leider nicht, tut mir leid, aber ja, doch durchaus empfehlenswert dieses Spiel. Oder kauft es euch, wenn es bei Steam im Angebot ist. Ich habe es nämlich dort. Ich glaube, es gab es mal für 5 Euro bei Steam, bei den Weihnachtsangeboten. Könnt ihr auch warten, bis es dort mal billiger ist und kauft es euch dann. Und dann, ja, habt ihr ein schönes kleines Spiel, was man zwischendurch mal spielen kann. So, das Video hat jetzt etwas länger gedauert, deswegen wird es in 2 Teilen vorkommen. Und danke fürs Zuschauen und abonniert mich, bewertet meine Videos und kommentiert mich. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!